Die Woche fühlt sich wirklich bescheiden an. Das sieht man einfach, wie schnelllebig der Fußball ist. Ich glaube, vor 14 Tagen haben wir noch einen schönen Heimsieg hier gefeiert und alles war rosa-rot gefüllt und hat noch große Dinge vor in der Woche, wollten unbedingt eine Runde weiterkommen, Pokal, das ist uns nicht gelungen, das war schon der erste Dämpfer, der hätte echt wehgetan und natürlich gestern auch, das Spiel gegen Frankfurt hat uns schon nochmal hier und da aufgezeigt, was so ein bisschen fehlt momentan, um so eine Mannschaft zu schlagen und das wirft uns jetzt nicht um, aber trotzdem macht uns das ein Stück weit nachdenklich und sollte uns ein bisschen sensibilisieren für die Situation, weil wir schon großes Vorhatten gestern, das aber nicht so auf den Platz gekriegt haben. Die eine oder andere Unsicherheit drin hatten, einen oder anderen Fehler zu viel. Und das wird in der Liga einfach hart bestraft, weil ganz viele Mannschaften echt auf, oder das Niveau der Mannschaften echt sehr, sehr auf einem Level ist. Im Detail hat es gefehlt, dass wir die eine oder andere Unsauberkeit drin hatten und darauf Frankfurt gelauert hat und gewartet hat und natürlich perfekt in ihr Spiel gepasst hat. Sie haben sehr kompakt gestanden. Wir haben oftmals versucht, um diese Kompaktheit rumzuspielen. Das war noch in Ordnung. Aber wenn wir dann zum Tor wollten, mussten wir natürlich durchs Zentrum durch. Und da mussten wir eigentlich sehr sauber sein, dass wir keinen Fehler machen, weil wir wussten mit Kolomoani, mit Lindström, zwei brutal schnelle Spieler. Und wenn wir dann so aufgefächert sind, dürfen wir uns eigentlich keinen Fehler erlauben. Das ist uns, ja, leider zu oft passiert und haben sie so immer wieder in Umschaltsituationen reingebracht, haben dann auch mit Kamada, mit Götze jemanden, der die gut in Szene setzen kann. Und die Fehler hätten wir uns nicht erlauben dann. Von der Idee her, vom Aufbau, war das auch alles okay. Auch von der Struktur war das in Ordnung. Es war ein gutes Spiel auf gutem Niveau, weil zwei ordentliche Mannschaften aufeinander getroffen sind. Die Kleinigkeiten haben es ausgemacht gestern. Die Frankfurter haben die erste Chance genutzt. Wir hatten danach zweimal die Möglichkeit auszugleichen. Dann nimmt das Spiel nochmal eine andere Wendung. Aber wenn du die Tore da nicht machst und dir diese Fehler erlaubst, sie werden hart bestraft und dann fällt das, gibt das dem Spiel eine Richtung und dann ist es schwer, das wieder auszumetzen gegen so eine ja, Top-Mannschaft einfach. Und das waren gestern die ausschlaggebenden Gründe. Wir haben gute Struktur gehabt, ordentlich reingekommen, auch einen guten Plan. Trotzdem haben wir diese kleinen Unsauberheiten gehabt im Passspiel und war nicht so kaltschnäuzig. Und da war uns Frankfurt einen Tick voraus und haben somit das Spiel auf ihre Seite gezogen. Und mein allererster Gedanke war, boah, was kommt da reingeflogen? Weil ich hatte es gar nicht so auf dem Schirm. Ich war hier draußen auf der Bank, habe erstmal ein bisschen erschrocken gedacht, scheiße, was kommt da denn? Ist das eine Drohne oder irgendwie, die hier ins Stadion fliegt? Oder ich hatte auch ein bisschen das von München im Kopf, als diese Greenpeace-Aktion, mit dem, der außer Kontrolle geraten ist, Paragliding oder was war das nochmal, so irgendwas in der Art, da reingeflogen ist. Das war mein allererster Gedanke, weil ich nicht genau definieren konnte, was das ist. Also war erstmal so eine Schrecksekunde und da habe ich gemerkt, okay, ist die Kamera. Da hat es ein bisschen beruhigt und danach war aber so, oh, das ist gar nicht so ungefährlich, wenn die jetzt auf dem Platz, wenn die ja kriegt. Ja, weil man nimmt das ja gar nicht so wahr, man denkt die Kamera, aber das ist ja ein riesen Apparat dahinter. Habe ich dann danach, als der Kollege da von der Technik das ein bisschen wieder reparieren wollte, habe ich gedacht, was ist das für ein Riesenteil, ey. Kuriose Minuten, noch nie erlebt, aber war auch ein bisschen schade, weil wir in dem Moment so ein bisschen dran waren. Es hat jetzt nicht, ist jetzt nicht ausschlaggebend, dass wir verloren haben, klar, und ist jetzt hypothetisch zu sagen, wären wir nur zurückgekommen, aber das Momentum war auf unserer Seite und hätten wir vielleicht nochmal mit dem Publikum was reißen können, aber nee, am Ende des Tages muss man schon sagen, dass das nicht ganz unverdient war gestern. Schon cool, 200 Spiele in der Bundesliga für die Borussia ist schon was Besonderes, muss ich echt sagen. Ich weiß jetzt gar nicht die Bilanz und alles und die ganzen Daten und so, aber allein schon der Fakt, das zieht auch schon ein paar Jahre mit sich und auch eine gewisse Konstanz in deinen Spielen, dass du auf so eine Anzahl kommst und ja, ich glaube relativ viele auch von Beginn an. Das zeigt einfach, wie sehr das einfach passt zwischen mir und zwischen dem Borussia. Und schon was Cooles da, auch wenn es nur eine Zahl ist, in Anführungszeichen, aber mich da in eine Riege einzuordnen mit 200 Bundesligaspielen, ich hoffe, kommen noch ein paar dazu. Also plus, das ist ja schon ein Wert, der macht einen stolz einfach. Es gab viele schöne Momente. Dreierpack in Frankfurt, auch wenn es in der Corona-Zeit war, das war auch
nimmt ja halt auch keiner mehr, das ist auch was Besonderes. Also es gab schon viele, viele coole Momente. Ich muss auch sagen, letzter Spieltag für die Champions League zu qualifizieren mit den Jungs war echt cool. Da jetzt einen hervorzuheben, es sind viele Kleinigkeiten, weil es gibt auch viele Tore, mit denen ich mich verbinde. Es gibt viele Momente auch außerhalb des Spiels. Banale Momente in der Kabine zusammenstehen, dann läuft ein Lied und alle singen mit oder man freut sich einfach. Das ist ja nicht so auf Knopfdruck so ein Ritual. Jetzt sind wir an der Kabine, hören alle Musik oder meistens, manchmal sind ein paar am Handy, manchmal sind ein paar noch im Interview. Aber es gibt also Momente nach dem Spiel, dann auch in der Bundesliga, wo dieses Momentum so in der Kabine ist und man freut sich gemeinsam. Und das sind so Dinge, die will ich halt, also das sind unbeschreiblich. So gab es richtig, richtig viele schöne Momente in der Bundesliga. Ja klar, ich kann jetzt banal würde ich sagen, ich bin sehr stolz, die Binde zu tragen. Ich habe es auch schon öfters gesagt, es ist wirklich was Besonderes in so einem großen Verein, wenn man die ganzen Leute hier sieht und die Spieler hier sieht, die Kapitänsbinde zu tragen. Es bekommt mit der Zeit im Laufe einer Saison so leider so einen gewissen Alltag. Das heißt, man nimmt das dann gar nicht mehr so primär wahr, dass man wirklich Kapitän ist von der Mannschaft. Man muss das immer wieder verinnerlichen. Zu Beginn einer Saison ist das auch sehr präsent und dann auch gerade zu Ende einer Saison. Ich muss sagen, ich hatte einen besonderen Moment letztes Jahr, als ich beim letzten Spiel dann mit den Kindern eingelaufen bin, mit den beiden Kids, und die dann gefragt haben, Papa, warum läufst du immer ganz vorne? Und dann habe ich versucht, denen zu erklären und habe dann gemacht, hey, das ist schon, das fällt auch den Kindern auf, das fällt den Leuten auf, dass du ganz vorne wegläufst. Und das hat auch eine gewisse Symbolik, aber es hat auch eine gewisse Verantwortung, da vorne wegzulaufen. Und dieser Verantwortung muss man sich halt immer wieder bewusst werden. Klar, ich bin jetzt seit knapp 6,5, 7 Jahre Kapitän, das ist dann auch eine lange Zeit und dann wird es auch mal ein bisschen Routine. Aber sich immer wieder vor Augen zu führen, dass du da vorne wegläufst, dass du verantwortlich bist für die Jungs und da auch eine gewisse Funktion hast und der auch immer wieder gerechtfertigt werden musst, sich das klar zu machen, das ist schon ganz cool, muss ich sagen.